Sag mal, wie transportierst du deine Lebensmittel und Jause beim Wandern, Bushcraft und Survival Training? Wahrscheinlich in irgendeiner Kunststoffteildose. Es gibt eine Alternative, und zwar eine Brot- und Lebensmitteldose in unterschiedlichen Größen von Tatonka. Und wenn du wissen willst, ob das Teil etwas für dich kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rani Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da sind sie nun, diese Dosen, diese Edelstahlteile von Tatonka. Ich glaube, die heißen Food Container und Food Bowl. Ich hab's richtig ausgesprochen, wenn nicht, schreib mal einen Kommentar. Die Teile sind top, sind extrem stabil, sind natürlich, das ist der Nachteil dabei, mit dem mag ich anfangen, etwas schwerer, das merkt man schon, als ein Kunststoffteil. Dafür hat es aber auch Vorteile, die das Kunststoff dir nicht bietet, und das schauen wir uns jetzt an. Es gibt unterschiedliche Formen, unterschiedlichstes Volumen, ja, auch da werden wir jetzt drauf schauen, aber eine Sache gleich vorweg. Zwei Dinge, die mich bei diesen Teilen überzeugt haben. Und das sind jetzt nicht die gesundheitlichen Aspekte wegen Plastik und das ist Edelstahl. Das mag alles sein. Aber weißt du, was der Punkt ist? Das hier ist wirklich dicht. Da ist wirklich dicht. Das werden wir uns auch gleich anschauen. Das mache ich jetzt dann nachher gleich. Wir werden es befüllen und dann umdrehen. Weil was mir nämlich schon immer wieder passiert bei diesen Kunststoffteilen, die auch wasserdicht unter Anführungszeichen sind, dass dann doch, wie man in Österreich sagt, das eine oder andere raussaftelt, wenn sie im Rucksack hin und her gebeutelt wird. Mein Sohn zum Beispiel isst gerne Gurken. Was soll ich tun? Ja, ist halt so. Und er nimmt in die Schule immer Gurken mit. Das ist Wahnsinn. Und da gibt es diese Plastikteile, die er hat. Und Gurke wässert nach, weil die ist geschnitten. Er will sie immer klein geschnitten haben. Ja, so sind es halt die Kinder, ne? Klein geschnitten. Und dann entsteht da ein bisschen an Saft und ihm ist das wurscht. Das mag er sogar. Ja, jeder wie er mag. Aber wenn sich das dann umdreht, dann rinnt ihm der ganze Bart, sagt man auch so in Österreich, also das ganze Zeug, in die Schulterschreine ist schon mal passiert, sehr unangenehm. Das kann hier nicht passieren, erstens, weil eine Dichtung eingebaut ist und weil drei Klammern, ja, rundherum, diesen Deckel so festhalten, dass ich da wahrscheinlich mit einem Panzer drüber fahren muss, damit sich da etwas tut. Und jetzt habe ich genug geschwafelt, jetzt testen wir all diese Teile konkret durch. Gut, dann schauen wir uns einmal an, wie es eigentlich mit der Dichtheit ausschaut. Und zwar, ich fülle jetzt hier Wasser ein, das ist übrigens auch von der Tonka, dieses Heferl hier. Das ist das Handelmark nur in groß, in 750 Milliliter Ausführung. Das wissen viele Leute eigentlich gar nicht, dass das gibt. Ja, das gibt es. Also, so, aufgefüllt. Und jetzt gehen wir her, geben den Deckel drauf. Ja, so, und jetzt kommt genau der Schmäh, weil ich das hier einklacken kann und eine Dichtung eingebaut ist. Ich bin so gespannt. So, ich sitze fest und jetzt, okay. Schau her, ist Wasser drin. Ich werde nicht nass. Das heißt, du kannst auch eine Suppe mitnehmen und dann nachher sagen, okay, und jetzt möchte ich diese Suppe in meinem Rucksack haben. Ja, ja, es ist zwar schwer, ich gebe es zu. Ja, klar, aber die Flüssigkeit ist halt da jetzt auch das Schwere. Aber schau, yeah, yeah. Ja, so, und jetzt sage ich, oh, ich mag meinen Suppi kochen und mach's hier auf. Ja. Deckel, ja, klarerweise. Wie gesagt, das ist eben diese Dichtung, die hier eingebaut ist. Und dann hättest du deine Suppe, ich meine, das ist jetzt einfach nur Wasser. Und da das ein Edelstahlbehälter ist, gibst du es, wenn du unterwegs bist, entweder auf deinen Gas oder Spiritus oder irgendwas Kocher, was weiß ich. Also gleich das Teil hier. Oder wenn du in der Arbeit bist, stellst du es am Herd. Das ist ein Edelstahlteil, das ist kein Plastik drum. Weil beim Plastik drum muss ich es dann woanders einfüllen, wenn ich Suppe zum Beispiel habe oder ein Gulasch oder irgendwas anderes, irgendwas Flüssiges. Das erspare ich mir hier. Ich habe hier den Food Container, das heißt, ich habe jetzt gleich ein, oder Bowl in dem Fall jetzt hier, ja, ich habe alles in einem. Und das ist halt schon eigentlich ein Vorteil. Irgendwie taugt mir das. Hättest du das erwartet? Ich nicht. Und das finde ich cool. Zumachen. Und dann sind wir dabei. Das Ganze gibt es jetzt in unterschiedlichen Fassungsvermögen und Formen. Also es gibt entweder flach, aber selbes Prinzip, ja. Das ist auch Wasser eingefüllt oder eben als Topf, so in dieser Art und Weise, auch mit Wasser gefüllt und beides dieselbe Funktionalität. Also unterschiedliches Volumen, aber geh am besten auf meine Webseite. Ich gebe da oben jetzt hier den Link, auch bei dem i draufklicken oder unten in Beschreibungstext, dann kommst du da drauf und siehst die unterschiedlichen Fassungsvermögen und Möglichkeiten. Und ja, das ist cool. Aber weißt du, was ich jetzt noch mir wirklich anschauen mag? Es ist jetzt so, okay, das mit dem Wasserdicht, das finden wir alle super. Ja, das finden wir alle super.
Aber weißt, dieses Kunststoffteil ist halt extrem leicht. Also muss mir dieser Food-Container, außer dass ich ihn halt gleich drin die Sachen kochen kann und dass er hundertprozentig wasserdicht ist und durch diese Haken total schön gesichert ist, weil bei diesen Teilen da, das kann, ist auch wasserdicht, aber wenn da irgendwas ankommt, dann ist es vorbei. Aber eine Sache, der müsste doch viel stabiler sein, dieser Food-Container, oder? Im Vergleich zu dem Kunststoff. Das will ich jetzt wissen. Naja, der ist stabil. Schau mal her. Das ist mein Amarok. Und ich werde mit meinem Amarok beinhart über das Teil da jetzt drüber fahren. Und zwar mit diesem Reifen hier. Oh, ich bin so gespannt, Lalalala. Das kann nicht gut gehen. Wow! Ich meine, schau dir den Abdruck an. Also ich finde das Ergebnis genial. Ich meine, ja, es ist deformiert, aber im normalen Alltag, fährt da ja kein Auto über deinen Food-Container sozusagen. Ich finde das total genial, echt. Und er funktioniert trotzdem noch immer, okay? Er hat jetzt hier diese Beulen drin, aber das wundert mich nicht. Das ist super, mach das mal mit einem Kunststoffteil. Das ist unglaublich. Also das taugt mir wirklich total. Und was es zu beweisen gilt, ist also im normalen Alltag runterfallen. Das macht alles überhaupt nichts aus. Und es ist trotz alledem noch immer zu. Mach das mal mit einem gefüllten Plastikteil, das vielleicht mit Suppe oder Gulasch oder was auch immer voll ist und wirf es runter. Da wird es den Deckel davon fliegen. Wenn du dich da drauf setzt, ist es kaputt. Das macht ein Amarok. Also ich brauche einen Amarok dazu, um das kaputt zu machen. Wobei kaputt ist es ja noch gar nicht. Finde ich cool. Also von mir gibt es einen Daumen nach oben. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Es gibt ja schon sehr viele Leute, die diese Teile im täglichen Einsatz haben. Nämlich nicht nur im Outdoor-Bereich, da auch, aber auch zum Beispiel in der Firma, wenn du arbeiten gehst. Du kochst dir etwas vor, wirfst dann die Sachen da rein, zum Beispiel eine Suppe, und kannst dann mit dem gleich kochen am Herd oder am Gaskocher, wenn du die kleinste Variante nimmst. So, eine Sache noch, denn die ist wichtig. Das ist jetzt hier mal das unter Anführungszeichen kleinere Teilchen hier. Es gibt auch einen doch deutlich größeren mit noch mehr Fassungsvermögen. Wie gesagt, geh in meinen Shop und schau dir das alles an. Da hast du dann auch die Übersicht mit dem Gewicht und all den Dingen. Das hier ist der große. Der hat auch eine kleine Skala. Siehst du, bis 1,5 Liter ist hier angeführt. Kannst den aber noch ein bisschen weiter auffüllen. Und dann noch das XL-Produkt sozusagen, das größte Produkt hier, ja, mit 2 Litern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Sonnenlicht so gut sieht, aber mit 2 Liter Fassungsvermögen. Also wenn du eine Gruppe zum Beispiel unterwegs ist, ja, da ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert, beziehungsweise wenn du, so wie ich, einen guten Hunger hast. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mal einen Kommentar. Das würde mich irrsinnig interessieren. Da gibt es den Link in meinen Shop. Schau dir das an. Es ist wirklich preisgünstig. Es zahlt sich wirklich aus. Abo dalassen. Anderes Video. Es hat mich gefreut. Dein Rainer Rossmann und Tatonka Food Container Rocks. Yeah.